Big Data. Daten sind die Diamanten in der digitalen Zeit. Aber genau wie Diamanten sind Daten nicht sofort verwertbar, sondern treten zuerst in einer ungeschliffenen Rohversion auf. Diese Rohversion besteht aus sehr großen und meist unstrukturierten Datenmengen und wird als Big Data bezeichnet. Solche Datenmengen können aufgrund ihrer Größe, Komplexität und der Geschwindigkeit, mit der sie entstehen, nicht mehr mit konventionellen Datenverarbeitungsmethoden ausgewertet werden. Hier werden leistungsstarke Datenanalyse-Tools, hohe Rechenleistungen und vor allem viel Speicherplatz benötigt. Aber woher kommen eigentlich die Daten? Einfach gesagt entstehen die Daten aus der zunehmenden Vernetzung von Objekten und Menschen in einer digitalen Welt. Das klingt noch sehr generisch. Sehen wir uns das einmal genauer am Beispiel von Sensordaten an. Neben klassischen Stammdaten sind Sensoren an Maschinen, Fahrzeugen, Produkten oder Gebäuden für eine beträchtliche Menge an Daten verantwortlich. Autos sammeln zum Beispiel Informationen, die der Kfz-Mechaniker auslesen kann. Das hilft ihm herauszufinden, wo der Fehler liegt. Leider verfügen die meisten Sensoren aber über keine Filterfunktion für Daten, weshalb dieser Datenfluss in einer unstrukturierten Anhäufung von Datenmengen resultiert. Diese Daten sind wie Kohlenstoff. Es gibt sie überall. Aber genau wie Kohlenstoff erst komprimiert werden muss, um zu einem Diamanten zu werden, müssen auch Daten komprimiert, sortiert und analysiert werden, um nutzbar zu sein. Zum Beispiel generiert ein einziger Transatlantikflug von London nach New York mit all den Sensoren in einem Passagierflugzeug mehr als 1 Terabyte an Daten. Diese Daten besitzen in der Rohform nur einen geringen Wert. Erst durch die Analyse wird der Informationsgehalt dieser Daten deutlich. Wie können wir uns also diese Daten zunutze machen? Sehen wir uns auch dazu ein Beispiel an. Früher wurden Leistungsvergleiche von Produktionsanlagen häufig nur stichprobenartig in umfangreichen, aber meistens unübersichtlichen Excel-Tabellen manuell vorgenommen. Dies führte zu unstrukturierten Datensätzen. Mittlerweile können smarte Maschinen dies selbstständig machen und einen automatisierten Leistungsvergleich, auch Benchmarking genannt, erstellen. Diese Daten werden in eine Cloud eingespeist, wo sie von Analyse-Tools ausgewertet und in ein Benchmarking-Format umgewandelt und anschließend zur Verfügung gestellt werden. Diese Analyse-Tools sind also wie die Schleifmaschinen für unsere Diamanten und bringen die Daten in die Form, die wir haben möchten. Dabei können Analyse-Tools noch bedeutend mehr als nur Benchmarking. Zum Beispiel können sie bei der Auswertung der Maschinendaten auf Parameter achten, die einen Verschleiß andeuten, um Produktionsstillstände frühzeitig zu vermeiden. Um diese Analyse-Tools zu bedienen, wird es in den Unternehmen Datenexperten geben, welche die Algorithmen hinter diesen Programmen verstehen und die richtigen Rückschlüsse aus den Ergebnissen ziehen können. Fassen wir zusammen. Daten werden in einer digitalisierten Umwelt zu einem ständigen Begleiter. Unsere Aufgabe wird es sein, diese zu strukturieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Erst dann entfaltet Big Data sein volles Potenzial und die Daten werden zu einem funkelnden Diamanten.